komme ich nicht ran. Aber hier komme ich ran, oder? Ey. Bewegungsunfähig gerade. Die sind schlecht gefallen, würde ich mal sagen, ne? Hätte vielleicht erstmal die Totenbäume nehmen sollen. Na, die Bäume sind ja richtig groß hier, ne? Alter Schwede. Da brauchst du 3 Jahre, um erstmal nur die Äste wegzukriegen hier. Ein Baum sind gleich hier, weiß ich nicht, wie viele Paletten Bretter. Ich habe hier gerade extrem Probleme, muss ich ganz ehrlich zugeben. So, jetzt wird da langsam Schuh draus. Mir haben alle Bäume gelebt, bis ich sie abgeholzt habe. Ja, lieber Manni, das kann sein. Das sollte wahrscheinlich auch so sein. Oh, der rollt auf mich zu, Hilfe. Das ist schon krass, die Bewegung, oder? Das ist schon heftig. Bitgut, hau raus mit einem Tipp. Kannst du ruhig schreiben. Wie gesagt, für Tipps und so weiter bin ich echt immer dankbar. Einziger halt, was ich nicht so gerne mag, wenn Spielspoiler gekommen, dann bin ich immer nicht so amused darüber. Nein! Oh! Ich wollte den gar nicht sägen! Warum macht er das jetzt? Ich wollte den gar nicht sägen. Na toll. Jetzt habe ich hier wirklich bald einen Baumknoten hier. Aber ganz ehrlich, damit ist hier die Engine echt überfordert, ne? Muss ich jetzt mal so sagen. Weil ich kann mich kaum bewegen, ne? Hau raus, im schlimmsten Fall war es ein Spoiler. Hey, der Daus, die 3 Bäume machen so eine Bewegung.
So langsam beruhigt es sich wieder. Noch die Spitze ab. Oder ist das keine Spitze? Doch, meine ich doch. Gaming Gargoyle, ja, danke schön für dein Follow. Vielen Dank. Danke, 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 danke. Wenn ich jetzt auf meine Karte gucke, unten links ist ein Gebäude, wo du Holz und Kisten verkaufen kannst, kann man eine ganze Menge Geld verdienen. Ja. Ich freue mich, dass du mich wieder gefunden hast, Gaming Gargoyle. Dankeschön. Da habe ich ja schon meine Rinde und meine Spanplatten hingebracht, tatsächlich. 14 Paletten Spanplatten und auch schon ein bisschen Rinde mit meinem Dings, mit meinem grünen Vehikel. Aber momentan bin ich out of Holz und deswegen musste ich mir jetzt tatsächlich das, Dings kaufen, das große Waldstück. Ah, hier kann ich noch einmal. Okay. Ach nee, das ist da aufnehmen. Okay, 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 okay. Sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Also ich spiele garantiert weiter. Hey, Mann, Mickey musste vorhin schon den Übersetzer machen. Er zittert immer noch, er zittert immer noch. Eieieiei. Aber das ist gleich vorbei. Ich denke mal, wenn die Äste ab sind, dann geht das hier. Ich bin tatsächlich out of Holz Bitcode. Wirklich jetzt so. Und ich brauche ja jetzt auch demnächst was für die Trockenkammern. Ich habe ja schon diverse Quests gemacht, noch nicht alle, aber diverse Quests gemacht. Also alles gut. Das finde ich cool, dass du mir ein Follow dagelassen hast. Voll geil. Dankeschön. Ihr hattet vorhin noch an Gaming Gargoyle eine Frage. Ich weiß gar nicht, wer das war. Ich glaube, Manni war es, glaube ich, ne? So, jetzt beruhigt sich das hier wieder. Es ist alles wieder so ein bisschen ruhiger. Die großen Bäume sind ja richtig heftig. Eieieiei. Wir müssen Mickey noch bezahlen für Übersetzungskünste. So. Der nächste ist hier. Weggerutscht. Das war aber nur ein kleiner hier, ne? Ja. 1, 2, 3, 4. Haben wir hier alles zerteilt? Ne, hier können wir auch nochmal. Ah, genau, das war die Frage. Genau. Bartbert, guten Abend.
Herzlich willkommen. So, ich denke mal, das reicht fürs Erste. Da werden wir ganz schön zu tun haben, das hier wegzukriegen. Oh, dann werden wir mal unseren schicki Anhänger holen. Zwölf Uhr Mittag. Wir haben genug Zeit, das fertig zu machen. Boah. Mich eben erschrocken. Ich habe tatsächlich das noch gar nicht gehabt. Ich habe es jetzt von ganz, ganz vielen gelesen, Bartbert. Ich habe es tatsächlich selber noch nicht gehabt, dass man das bei mir was fest... Es sei denn, es war der Gabelstapler an den Trockendingsbums. Da habe ich dann den Abschleppdienst geholt. Aber ansonsten habe ich das selber tatsächlich noch nicht gehabt, ne? Aber ich vermute mal ganz stark, das wird nicht mehr lange dauern, bis ich es habe. Wenn ich mir diese riesen Dinger hier angucke, die da auf meinem Wagen sind, vermute ich mal so, dauert das bei mir nicht mehr so lange. Komm schon, nimm ihn! Komm schon! Oder habe ich den noch nicht durchgesägt? Warte mal. Ich kann nicht aussteigen, warte mal. Jetzt kann ich aussteigen. Oh Gott, wo bin ich? Hilfe! Wenn ich von den zwei, drei Dingen hier raufschmeiße, dann ist hier vorbei, ne? Ja, habe ich mir schon gedacht, deswegen, da hat er den nicht genommen, genau. Ja. Genau, Bitco, deswegen hat er ihn nicht genommen. Aber jetzt habe ich alle. Jo, jetzt habe ich alle. Ach ja. Einmal durchs Gebüsch in den Traktor. Ich glaube... ich glaube, mein Wagen ist voll. Fahren wir jetzt von oben ran. Ich habe nämlich ein bisschen Angst, dass ich wirklich stecken bleibe, ne? Ich habe das jetzt so, so oft gelesen. WB bedeutet Welcome Back. Willkommen zurück. Ja, Andrina, das ist eine gute Idee. Nein.
Also von den großen Stämmen traue ich mir tatsächlich nur 4 Stück auf den Wagen zu machen. Ja, du gehörst noch, entschuldige bitte, Manni, aber du gehörst halt noch ein wenig zur älteren Kategorie Mensch. Also nicht übel nehmen, aber die schreiben tatsächlich noch alles aus. Da mach dir keine Sorgen, Manni. So. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, wo mein Wald ist. Da. Ja. Das ist aber nichts Schlimmes, Manni. Dafür muss man sich nicht schämen. Wir hatten jetzt letztens gerade auch das Thema mit Groß- und Kleinschreibung. Weil viele ja die Groß- und Kleinschreibung ignorieren. Ja, bleibst du mal. Ja, alles gut, alles gut. Ihr müsst alle viel ruhiger werden, auch du, Manni. Nein. Ich schreibe, wenn es bei mir schnell gehen muss, schreibe ich auch grundsätzlich alles klein. Wenn ich die Zeit habe, dann schreibe ich groß, aber wenn ich keine Zeit habe, dann schreibe ich auch grundsätzlich alles klein. Nein. Oh, guck dir mal an! Nein! Oh, oh. Oh, oh. Ich glaube, ich habe ein Problem. Houston, wir haben ein Problem. Machen wir Enter hier. Ich glaube, ich sollte da nicht mehr so viel drauf tun, ne? Oh, hab ich mich gerade jetzt erschrocken. Ich glaube, die rutschen da runter, weil wir am Berg stehen, kann das sein? Ja, oh, ho. Ich glaube, ich hole mir die Baumstämme lieber nach vorne. Probleme mit dem Kartengelände, viele Nächte mit Kopfschmerzen. Ja. Das glaube ich. Das glaube ich.
Ich werde das wieder in altgewohnter Manier machen und das zusammentragen. Weil da den Berg jetzt hoch ist, glaube ich, keine so gute Idee. Ja, du musst das Baugerüst ausgestattet haben, also in der Hand haben, zu dem Baugerüst hingehen, wo steht, und nochmal E drücken. Dann verschwindet das Baugerüst wieder in deiner Tasche. Du hast Zeit, ich nicht. Ich habe hier echt das Problem, dass mir viele schon voraus sind. Sehr gerne, wenn ich helfen kann, gerne. Ich glänze auch nicht unbedingt mit Fachwissen, aber das war tatsächlich schon zu Farmers Dynasty Zeiten schon so. Wenn man ein Gerüst hat und das wieder weghaben möchte, dann stellt man sich ausgerüstet natürlich mit dem Gerüst bei dem Stehenden hin und drückt wieder E und dann ist das andere dann dort auch verschwunden. Das sind aber auch dicke Baumstämme. Mei, oh, wei, oh, wei, wei. Dankeschön. Oh, gerade schon wieder Gänsehaut. Das geht nicht. Das geht so nicht. Also von den großen Stämmen werde ich tatsächlich immer nur 3 oder 4 mitnehmen können, ne? Mit meinem kleinen Wagen. Schläft dein Sohn schon? Hat mein Lavisinchen schon guten Nacht gesagt oder ist sie jetzt ganz, ganz vertieft? Irgendwie ist mir, glaube ich, da was entgangen. Ah, da ist sie ja. Ich dachte schon. Stimmt, das war ja so rum. Das geht nicht gut, oder? Das geht nicht gut, oder? Ich traue mich tatsächlich nicht mehr Stämme machen. Ja, mache ich, Savilla Visina, mache ich. Warte einen Moment. Du hast recht, solange es gut geht, immer speichern. Warte, 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 warte. Du hast recht, solange es gut geht, immer speichern. Spiel gespeichert. Das kann ich auch ein Tipp für diejenigen, die auch genauso noch ziemlich am Anfang sind, immer zwischendurch speichern. Ich vergesse es, wie ihr seht, auch. Und möglichst immer 3 Speicherstände ist, glaube ich, immer ganz gut. Damit man
Stimmen Sie zu, sparen Sie so oft. Verlieren und sparen Sie in der Rotation bei mindestens 3 Einsparungen. Da komme ich jetzt gerade nicht so hinterher. Kann mir jemand helfen? Ja. Ich verstehe es gerade nicht, deswegen frage ich. Ach so, Speicherstände. Ja, gut, ja, okay, Speicherstände. Darauf bin ich jetzt nicht gekommen. Ja, ja. Ich mache immer, ja. Ich habe das schon bei Farmers Dynasty so gemacht. 3 Speicherstände immer. Das sah jetzt auch nicht so wirklich gesund aus. Hm. Okay, ich fahre wieder den Umweg, macht nichts. Hm. Ja, ich habe das schon bei Farmers Dynasty 3 Speicherstände mindestens. Und habe hier auch bei Lumberjack Dynasty auch 3 Speicherstände immer. Ich habe ein wenig Angst, ne? So ein wenig macht mir das der Kopf zerbrechen. Den Großen zuerst. Eieieiei. Noch einen Großen? Die Frage ist ja eigentlich auch, wie gut funktioniert jetzt hier diese Physik-Engine, ne? Genau, Manni. Guck mal, wie gut die raufpassen. Gar nicht. Okay, warte mal. Du bleibst erstmal hier. Wir nehmen erstmal dich mit. Ich krieg die nicht alle mit, Manni. Das kannst du vergessen. Ich fahre lieber 2-3 Mal. Ist egal. Das ist egal. Da fahre ich lieber 2-3 Mal. Genau. Alle zusammen schaffen wir das. Von den kleinen, Manni, von den kleinen Stämmen kriegt man 10, kriegt man rauf. Aber das sind jetzt so einen richtig großen, dicken Stämme. Da würde ich niemals 10 Stück drauf machen. Deswegen bist du vielleicht auch verbuggt. Mit 10 Stämme von den großen, niemals. Niemals. Hm. Streichholzbäume oder Zahnstocherbäume, 3 Stück. Ah.
die großen. Und dann fragst du dich, warum du backst. Andrina ist heute leicht verwirrt gerade. Nee. Es gibt da so einen Spruch, der Faule läuft, oh Ehemann, wie war das? Wie war das mit dem Spruch mit? Der Faule läuft nur einmal oder irgendwie war doch der Spruch gewesen. So. Ich hab's ja jetzt auch geschafft. Bin ja schon ganz stolz drauf. Das wird jetzt jede Menge Holz für unsere Trockenöfen geben. Und mit Chance richtig viel Geld. So, die letzten, dann haben wir es geschafft. Liebe Miri, schlaf schön. Musst du morgen arbeiten, Miri? Oh, dann aber jetzt langsam wirklich. Ab in die Federn. Da gibt's kein langes Federlesen. Schlaf gut und wir sehen und hören uns morgen. Oh, ich will auch Herz machen. Warte. Das muss ich jetzt. Das muss ich jetzt machen. Vorhin konnte ich es nicht. Jetzt muss ich es einmal machen. Zack. Geht doch. So. Ach ja, ich hatte mir ja vorgenommen. Ne? Jetzt in diesem Blickwinkel zu fahren. Oh, Lavisinchen. Ich liebe die Herzen.
So. Gabel runter. Ich habe keine Ahnung, wie viel uns das Holz im Endeffekt bringt. Wir werden das erleben. Du bist immer noch ganz munter. Was ist denn bei dir los? Es ist 0 Uhr. Maus, das ist cool. Super. Läuft, würde ich sagen, ne? Das läuft gut. Die Strategie ist tatsächlich besser, wenn man das aus dem Führerhaus macht. Definitiv besser. Viel, viel besser. So. Was habe ich beim letzten Mal gegurkt und jetzt so viel Zeit verschwendet da? Aber man lernt ja dazu, ne? Man lernt ja dazu. Ja, warte, 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 warte. Na, ist drinne? Okay. Okay, okay, okay. Oh. Bin noch nie in meinem Leben Gabelstapler gefahren. Das ist das erste Spiel, was ich spiele, wo ich Gabelstapler fahre. Ja, wenn das mal... Oh, doch, geht noch. Alles gut. Alles gut. Ja. Wie gesagt, das ist... ich habe ja beim letzten Stream so viele Schwierigkeiten gehabt, so viele Probleme gehabt. Aber ich habe mir jetzt, wie gesagt, die neue Strategie, aber das macht Spaß, ne? Irgendwie... Ich glaube, Real Life Gabelstapler, Andrina, einen Gabelstapler in Real Life geben, ist, glaube ich, keine so gute Idee. Dann wäre ich hier, wie heißt der Gabelstapler? Klaus. Ja. Der Kalle macht das, hat das ja im Real Life gemacht, genau. Ich weiß noch den ersten Stream, wo ich Lumberjacks Dynasty, erster Stream, wie Siege gesagt hat, mach mal die Gabel höher. Sonst schleift das, macht das, geht das kaputt, weil es auf dem Boden schleift. Und ich dachte mir so, ist mir doch wichtig, das ist mir doch Wumpe. Aber okay. Ich schaue immer, dass meine Zuschauer möglichst zufrieden sind. Ach komm, das mach. Also Gabelstapler, so wie ich das jetzt hier mache. Oh. So wie ich das jetzt hier mache, der ist schief, oder? Ich glaube. Der ist hier schief. Na, wenn das man gut geht, du. Wow, wow.
Oh, die haben aber ganz schön viele Balletten gebracht, finde ich. Oder täuscht das jetzt? Das finde ich klasse. Mein Horst eigentlich noch da oder hat der schon gute Nacht gesagt? Langsam muss ich mal gucken, dass mir meine Leute nicht wegschlafen. So. Also die großen Bäume, die bringen ja richtig viel, ne? Das waren jetzt zwei große und eine etwas kleinere. Ich finde das schon krass, ne? Ach, bei Horst war ja vorhin gewesen, dass der Stream nicht mehr funktioniert hat, ne? Fällt mir mal gerade ein. Irgendwas war da. Horst, wenn du dieses Video nachher irgendwann auf YouTube siehst, sorry. Ich hoffe, dass du alle Folgen guckst. Oder geguckt hast. Bis jetzt. Oh, das war's. Ich glaube, das war's. Das war die letzte Palette. Jetzt bin ich ja mal gespannt, wie viel bei den Spanplatten dazugekommen sind. 3 Stück. Also können wir ja fast schon wieder, also noch würde ich es nicht machen, das wäre Verschwendung. Aber 3 Stück dazugekommen, das ist cool. Das ist gut. Dann würde ich ja mal so sagen, ich gehe noch ein paar Äpfel pflücken. Hof ist aufgeräumt, hier ist alles leer, jawohl. Da werde ich mich noch mal kurz der Apfelplantage und dem Bienchen kümmern. Noch mal ins Gewächshaus ein Blickchen werfen und dann muss ich tatsächlich auch schon bald das Zeitliche segnen. Denn 6.30 Uhr... ist der Wecker da? Ihr Lieben, morgen kommt kein Lumberjacks Dynasty auf meinem Kanal. Auf meinem YouTube-Kanal. Muss morgen leider einmal ausfallen lassen. Denn ich darf von Twitch aus
24 Stunden nicht bei YouTube laden, was ich hier produziert habe. Das heißt im Klartext, morgen wird einmal Lumberjacks Dynasty einmal ausfallen. Also nicht, dass ihr dann nochmal sucht und nochmal die jetzt später zugeschaltet haben, dass ihr da euch vergeblich drauf wartet oder so, wird es leider morgen nicht geben. Weil die Andrina falsch kalkuliert hat. Habe ich gedacht, ja, machst du live, Let's Play, kein Problem. Aber ich darf 24 Stunden nicht hochladen, was ich hier gestreamt habe. So, sind das alle Bäume? Ja, alle Äpfel, ja, ne? Dann haben wir. Oh, Moment. Moment, 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 Moment. Ding, 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 ding. Das müssen ja Hunderte sein. Wenn ich die ganzen. Das gehört alles mir hier, diese Dings, ne? Hallo mit Mickey. Aber guck mal, bei Farm Together siehst du wenigstens hübsch aus. Diese hier sieht richtig schlimm aus. Ei, 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 ei. Da haben sie sich richtig was überlegt. Die sieht richtig übel aus. Hinter der Scheune auch noch. Na, hier habe ich ja schon ein bisschen so gepflückt, ne? Hier war ich ja schon auf Abwägen. Circa 200 Stück. Okay. Aber jetzt haben wir ja einen Mad Mickey hier stehen. Rein theoretisch müsste da jetzt dann ja nächste Ernte ausgehend von Farmers sein. Gaming Gargoyle, jetzt eine Frage. Wie heißt das jetzt? Vogelscheuche. Gibt wieder doppelte Ernte, Apfelernte. Ja. Mit Mickey ist die Vogelscheuche, ja. Auch in einem anderen Spiel. Bei Farm Together Spiel Vogelscheuche heißt Mad Mickey. Ja. Aber hier ist keine Vogelscheuche, ne? Nur da vorne die eine. Hinter der Scheune, hinter der Scheune, hinter der Scheune. Scheune, Scheune. Was zum Henker ist hinter der Scheune? Fantastisch. Ja. Das ist doch keine Scheune, oder? Wir haben 108. Hinter dem Stall. Okay. Ich gucke. Ah, okay. Ah, hier haben wir noch ein Mad Mickey. Mad Mickey 2. Gibt es da nächste Ernte zwei Äpfel? Weiß nicht, wie man das fragt. Bin schon wieder maßlos überfordert. Hm.
habe im Übrigen vorhin ein Feuer gesucht, wo ich mich ausruhen konnte, ne? Ich sag dazu nichts mehr. Nein, Mick, ich weiß ja nicht, inwieweit du Farmers Dynasty geguckt hast. Bei Farmers Dynasty war, wo die Vogelscheuchen standen, gab es dann doppelte Ernte bei den Äpfeln, bei den Apfelbäumen. Quatsch, quasi zwei statt, da hingen dann pro Ast oder pro Apfel hingen dann da zwei. Ich weiß ja nicht, ob du bei mir Farmers Dynasty geguckt hast. Wäre ja geil, wenn das hier bei Lumberjack auch so wäre, ne? Ist ja so eine schöne Nebeneinnahme. Die wäre ja echt nicht schlecht, ne? Ich habe nie was anderes gesagt. Du hörst mir ja nicht zu, lieber mit mir geht. Ich habe nie was anderes gesagt. Niemals. So. Ich glaube, wir haben für heute genug gearbeitet. Ja, worum ging's? Genau. Ich glaube, dazu muss ich nichts weiter sagen. Ich glaube, für heute haben wir echt... Nein, die war ja nicht mehr da. Ist die jetzt denn da? Die war ja, verschwunden heute Morgen. Und jetzt ist die bestimmt auch schon im Bett, oder? Wie spät ist das? 18 Uhr. Nee, da geht noch. Das geht noch. Tante Grace, wo bist du? Da. Oh, Tante Grace. Tante Grace? Hallo, schön, dich zu sehen. Hallo, Tante. Wie geht es dir? Mir geht's prächtig, aber du siehst hungrig aus. Mm. Hier, das habe ich für dich vorbereitet. Brauchst du meine Hilfe bei irgendwas? Nein, nicht jetzt. Vielleicht später. Du kannst jederzeit vorbeikommen und fragen. Natürlich, du kannst mir das auch nicht alleine sagen. Ich muss los. Einen schönen Tag noch. Und Onkel Charles, hast du mir noch was zu sagen? Schön, dich zu sehen. Wie geht es dir? Hallo Onkel, wie geht's? Alles gut, wie immer, danke. Mhm. Ich muss los, tschüss. Tschüss. Das ist ekelhaft, okay. Die hier unten war das, die hier, die habe ich gemacht. Das ist die Lily Quest. Das ist die hier oben, die in den Bergen, wo ich noch nicht hin wollte. Weil ich nicht weiß, was da auf mich zukommt. Sophia-Quest habe ich fertig. Die Sophia-Quest war doch das mit dem Saatgut. Wo ich das Saatgut bekommen habe. Ich bin jetzt gerade mal so ein bisschen gespannt, was die Dialoge so geben. Habt ihr euch das mal angetan? Nee. Ich war morgens gleich da, aber Tantchen war nicht da. Jetzt ist sie da, aber sie redet nicht mit mir. Wir können ja noch mal hier in die Statistiken gucken. Wir haben noch wieder ausreichend Rinde gesammelt. Die könnten wir noch wegbringen. Sägespäne.
gelagert. Da werden noch 5 Paletten draus, haben wir ja gesehen. Wir haben 6 Waldgebiete. Wo haben wir denn 6 Waldgebiete? 6? Wir haben... Oh, da oben 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tatsächlich, wir haben ja hier oben 2. Da. Da. Aber da sind keine Bäume drauf, ne? Eins, zwei. Hier und hier. Und das ist der... Dieses hier ist das einzige, wo Bäume drauf sind. Noch 23 Stück. Aber hier nix. Na gut. Na gut. Huch. Ups, Entschuldigung. Ja, wie gesagt, das wird alles noch neu. Haben wir noch viel Arbeit. Sehr viel Arbeit. Ihr Lieben, ich stelle mich vor mein Bett. Für heute ist Schluss.